So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy. So, ich habe in der Zwischenzeit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gegoogelt. Es ist auch einfacher die Lösung, als man sich das denken kann. Und zwar, habe ich eben überlegt, wie kriege ich diese Scheißkrone von diesem König, von dem König gestibitzt. Eigentlich liegt da drin auch direkt die Antwort. Wie kann ich die Krone dem König stehlen? Ja, indem ich die Materia stehlen nutze. Ja, das heißt, ich habe jetzt Cloud erstmal mit der stehlen Materia ausgerüstet. Und dann müssen wir halt versuchen, dass wir ihm halt die Krone stehlen, sobald wir ihm die Krone runtergeprügelt haben. Das müssen wir jetzt erstmal gebacken kriegen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, dass wir nicht auch eine zweite Folge nur damit verbringen, jetzt gegen den Tombay-König zu fighten. Ich gebe mein Bestes, vielleicht klappt es ja auch jetzt. Also direkt am Anfang. Oh, okay. Gehen wir es an. Los geht's. Wir haben es mit dem Tombay-König zu tun. Rufe Datenverzeichnis auf. Vor langer, langer Zeit hat es auf diesem Kontinent ein Königreich. So, ich gehe mal auf Pass. Gegenstände Hyper war das, ne? Hyper war zwar. Nee, warte mal, es war Echo-Schirm, Beruhigungsmittel, Gold, Schnelltrank. Hast du Schnelltrank. Doch ihr unbeschwertes Leben sollte nicht anders. So, Anna Barrett. Maximale Wut auf den Tombay-König. Mist. Einmal Aerith, bitte Magie auf. Einmal Aero auf. Naja, war klar. Ist es doch nicht schlapp machen. Cloud, finde einen Weg, den Tombay-König zu besiegen und ihm die Krone abzunehmen. Wie schmeckt dir das? Oh, ja. Überlass das mir. So, ich muss es da jetzt mal. So, Magie-Fertigkeiten. Nein, nicht Fertigkeiten, Gegenstände immer noch. Einmal Phönixfeder auf Cloud. Ich leg los. Ja, ich würde ganz gerne auf. Jetzt zeig ich euch was. Warte, sagen, ich muss irgendwie auf Cloud wechseln. Hallo? Ausgerechnet jetzt. Na, nix. Jetzt oder nie. So, warte mal. Jetzt, Sekunde, jetzt können wir es gleich packen. Machen wir Fertigkeiten stehlen jetzt. Prächtige Krone. Prächtige Krone gestohlen. Insofern ist es einfach. Oder nee, warte. Hahaha. Ha. Jetzt liegt es an dir. Komm schon! Jetzt hab ich hier das Sagen. So. Eigentlich ist es so wahnsinnig einfach, ne? Und ich komme da einfach nicht drauf. Das sollte reichen. So, einmal Magie, Hero, Blitz. Aber warte mal, jetzt kommt nochmal eine Synchro-Fertigkeit mal reinhauen. Das war's dann. Maximale Wut. Ich blätter nicht wie ein Zehn. Verzieh dich! Das tut weh! Sehr gut. Ach, das kann doch jetzt nicht sein. Was? Was war's? Das tut ja schon beim Zuschauen weh. Ja, alles gut, alles gut. Noch. Ging es gleich wieder. Fertigkeiten, Gegenstände. Eigentlich so einfach, ne? Mit dem Clown. Haben wir gleich so einfach und ich komme nicht drauf. Schäme mich ein bisschen. Ja klar, natürlich ist. Cloud ist natürlich gleich wieder down, ist klar. Nein. Jetzt kann es bleiben.
Das tut weh! Ist das schön, dass ich... Das wird meinem Meister sicher gefallen! Ey, es war so einfach, ne? Mit dieser, mit der Stehlen-Funktion, ne? Es war so einfach. So einfach, wenn man so... Naja, egal. Lassen wir es einfach, ich will es nicht weiter vertiefen. Wir haben jetzt die Krone, wir haben es geschafft, fertig. Gar nicht weiter drüber nachdenken. Einfach mal akzeptieren. Ah, Mann. Nein. Nein, ich will hier rüber. So, einmal... Wo möchte ich hin? Ich möchte einmal ganz schnell dahin. Einmal laufen, weil dann kann ich mich nämlich gleich heilen, einmal komplett. Meine Güte, ey. So, einmal Kissen benutzen, jupp. Ach, ohne... Okay, warte mal. Synthese, wir können uns Kissen ja machen. Ich muss mal gerade gucken, nur wo Kissen sind. Da ist ein Kissen. Kostet sogar nichts. Stückzahl ändern, machen wir mal 5. 5 Stück. Ah, haben wir genug. Salbei, Majoran, passt schon. Synthetisieren, kriegen wir aber keine Punkte für. Apropos kriegen wir keine Punkte für. Kriegen wir für irgendwas Punkte? Abusreif. Haben wir überall nichts. Haben wir auch da mal kein Material. Da haben wir kein Material. So, jetzt aber. Jetzt aber ein Kissen nutzen. Da. Ah, ich hasse trotzdem diese Tombay-Viecher, ne? Die sind so nervig. Mit einem Hubs hauen sie einen glatt weg. Aber wir haben es jetzt geschafft. Meine Güte, ey. Aber wie gesagt, wie kann man so verstrahlt sein, ne? So ganz ehrlich. Das war so klar. Und es ist eigentlich auch so logisch, dass man auch die stehlen Materia nehmen kann. Und da kommst du aber nicht drauf. Es ist so klar und du kommst nicht drauf. Wow, du hast es wirklich geschafft, den Tomberry-König zu schlagen? Du bist der Held aller Johnnies. Hast du die Krone? Ja. Prächtige Krone übergeben. So. Das ist ja nicht zu fassen! Welch formvollendete Schönheit! Diese Anmut! Dieses Strahlen! War harte Arbeit, die zu beschaffen. Brauchst also nicht mit Dankbarkeit zu geizen. Die Menschen werden in Scharen zu unserem Hotel pilgern, um sie zu sehen. Ah, hoffe ich. Das muss ich mir sofort zeigen. Ich werde Augen machen! Ich bring das gute Stück dann schon mal ins Hotel. Komm vorbei, wenn du Zeit hast, ja? Wollen uns schließlich erkenntlich zeigen. Das müsste auch die letzte Mission von ihm gewesen sein. Oh. Ein Glück haben wir es geschafft. Oh. So. Was haben wir hier noch über? Wir haben... Eigentlich müssen wir den Esper-Fight eigentlich noch machen. Wir haben eigentlich fast alles fertig. Wir müssen hier nochmal... Hier nochmal das Bild machen. Davon haben wir noch was. Ansonsten haben wir alles durch, glaube ich, soweit. Weil wir haben ja auch momentan noch keine weitere Mission mehr. Da müssen wir hin. Johnny Bericht erstatten. Da könnten wir natürlich hin. Wir könnten ansonsten nochmal südliches Coral Photo Location machen. Deswegen, ich würde sagen, wir machen erstmal das. Dann haben wir das erstmal fertig. Dann holen wir uns das Hotel und dann gehen wir nochmal ins Golden Saucer. Würde ich mal so sagen. Und dann haben wir das auch. Meine Güte, ey. Was für eine schwere Geburt. Aber wie ich schon sagte, wie kann man so verstrahlt sein, nicht drauf zu kommen, dass wir die Materie stehlen brauchen. Es ist eigentlich so einfach. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das ist, glaube ich, genau der Begriff. So. Ich glaube, hier können wir das Foto machen. Das sieht, glaube ich, schön aus. Fotomodus. Achso, Hauptmenü Foto, Moment. Hauptmenü. Gruppenmitglieder ausblenden. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich denke mal, das sieht schon schick genug aus. Haben wir gemacht. Haben wir fertig. Sehr schön. Dann switchen wir jetzt erstmal. Das Spiel speichert erstmal. So, jetzt haben wir das soweit fertig. Hier haben wir eigentlich alles fertig. Da haben wir alles fertig. Diese Fototeile. Okay, dann können wir eigentlich dahin switchen.
Können wir da direkt hinjumpen? Können wir natürlich nicht. Dann können wir aber da direkt hin, ne? Dann einmal ganz kurz zum Hotel. Dann können wir die Nebenquests nämlich auch abgeben. Dann haben wir das auch weg. Oh. Es reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Schokobons. So, einmal zum Hotel und dann haben wir es. Dann müssen wir eigentlich die Coral... Müssen wir eigentlich hier eigentlich auch alles fertig haben. Hundefüße waren gestern. Als nächstes zwei Portionen Spaghetti. So, einmal ganz schnell hoch. Dann haben wir das auch nicht. Meine Güte, das war echt. Echt eine schwierige Ruhe. Ich hätte hier vor allem auch mal die Kisten mal vielleicht mal irgendwann weggenommen. So. Damit man vielleicht auch den Zugang zum Hotel vielleicht mal findet. Ein schönes Schild hinhängen. Wo bin ich hier? Am Ende der Welt? Sich am Ende der Welt am Arsch stellen. So. Ich finde dieses. Achso, ich glaube, das ist. Ja, warte mal. Das sieht doch wirklich nach dem schönsten Fotomotiv in dieser Gegend aus. Ich danke dir. Beeindruckend. Du hast es inzwischen zum Fotofachmann gebracht. Geil. Dein geschultes Auge für die richtigen Motive ist mittlerweile das Gesprächsthema unter den Fotograffreunden. Ich sollte mich wohl langsam vorsehen. Sonst übertriffst du am Ende sogar noch mich. Das kann ja nicht passieren. Du bist jetzt Fotofachmann. Geil. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigentümliches an sich. Reingesabbert. Hat wer gesabbert? So, wir müssen nämlich nach oben, ne? Ja, da oben sein. So. Kalt, kalt, kalt. Bruder! Alle meine Jungs sind wieder da! Hab gehört, was du Großartiges geleistet hast. Ich schulde dir was, Mann. Das tust du. Und jetzt? Soll ich sie alle wieder verschwinden lassen? Moment! Warte noch! Der Umbau des Hotels ist gerade in vollem Gang. Ich hätte sonst echt Personalmangel. Außerdem will ich das ganz alleine schaffen. Nur ich. Und ich. Und ich. Stimmt's, Jungs? Genau! Na. Hab euch doch gesagt, dass mein Hotel das Beste in ganz Costa del Sol wird. Ach, was sag ich? Das Weltbeste! Und deswegen brauche ich noch etwas Zeit. Okay. Mal gucken, ob wir es tatsächlich eines Tages hinbekommen, ob wir hier wirklich ein Prachthotel nachher sehen können. Ja. Willkommen in Johnnys neuem Strandhotel! Okay, du hast tatsächlich... Wow! Okay. Ja, gut. Nice. Ja. Ja, okay, er hat's hingekriegt. Er hat's tatsächlich hingekriegt. Er und er und er und er. Was meinst du, Bruder? Hätt's fast nicht wiedererkannt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Sehr richtig. Und bedank dich auch bei den Jungs. Ohne meine Ninja-Künste wärst du aufgeschmissen gewesen. Ich danke euch, Jungs. Ach, komm schon, auf uns Johnnys kann man schließlich bauen, oder? Genau, versteht sich doch von selbst. Das Strandhotel ist uns aller zu Hause. Und ohne dich wäre ich ja wahnsinnig gelaufen. Du bist ein großartiger Anführer. Wir sind alle mächtig stolz auf dich. Ja, wir Johnnys halten zusammen. Gemeinsam können wir alles überwinden. Was das angeht, das Strandhotel ist ja jetzt fertiggestellt. Wir werden uns also so langsam verabschieden. Was? Den Rest musst du allein schaffen, Johnny. Johnny? Johnny, du packst das auch ohne uns. Johnny? Johnny, mach's Johnny, gut, Johnny. Johnny! Johnny! Okay. Am Anfang fand ich ihr ständiges Gebrabbel einfach nur schrecklich nervig. Aber nach einer Weile sind sie mir unglaublich ans Herz gewachsen. Mist. Sie fehlen mir jetzt schon. Lässt dich davon aber nicht unterkriegen, oder? Bruder. Du stehst doch gerade erst am Anfang. Recht hast du. Wir haben dieses Hotel gemeinsam aufgebaut.
Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass es ordentlich läuft. Das bin ich den anderen schuldig. Oh, nichts kann mich aufhalten! Einer von dir ist mehr als genug. Mehr als mich in Verlegenheit. Die Johnny. Oh, stimmt ja. Ich habe Platz geschaffen, um deine Sammlung auszustellen. Solltest du irgendwo seltene oder besondere Gegenstände finden, bring sie gern zu mir. Okay. Ich revanchiere mich natürlich entsprechend, wenn ich sie hier ausstellen darf. Ich sag's dir. Irgendwann stehe ich mit meinem Strandhotel an der Spitze der Welt. Das sieht echt gut aus, das Hotel. Jeder, der hier einkehrt, kann sich auf Gastfreundlichkeit und den stets gleichen Komfort freuen. So wahr ich hier stehe. Wagt es ja nicht, woanders zu übernachten, wenn ihr in Costa del Sol seid. Fühlt euch immer wie zu Hause hier. Ja, okay. Sammlung. Gewinne Minispiele oder erfülle verschiedene Aufgaben, um Exponate für die Ausstellung in Johnnys Strandhotel zu erhalten. Erworbene Exponate werden der Sammlung automatisch hinzugefügt. Mit L2 kannst du deine momentane Sammlung ansehen, sowie Hinweise zu den Fundorten weiterer Exponate erhalten. Findest du eine solche Rarität, wird dir das Symbol angezeigt. Also, worauf wartest du noch, Bruder? Auf geht's. Da können wir gleich mal gucken, ob wir da schon irgendwelche Exponate haben. Sehr schön. So, was ist das hier für eine Kiste? Was haben wir da Leckeres? Schatztruhe ist verschlossen. Was ganz Besonderes versteckt. Okay, warte mal, kriegen wir das vielleicht? Wie steht's denn so um deine Sammlung? Sammlung ansehen, L2. 13 von 88. Okay. Ah, okay. Thanks a bunch, bro. Was ist das hier? Um dieses Sammelobjekt liegen noch keine Informationen vor. Knallfrosche, springende Punkt. Okay. Ach hier, der springende Punkt. Das ist doch garantiert noch hier in, wie heißt es noch? Wo wir dann mit den Kids zusammen in Frösche verwandelt worden sind. Missionsmodus. Was haben wir hier mit dem Feind, mit dem feierlichen Anlass angemessene Darbietung? Spreche ich euch meinen Dank aus. Mit eurer Loyalität und Einsatzfreude führen wir Shinra die ganze Welt in ein neues Zeitalter. Direktor Rufus. Okay. Wir haben 13 von 88. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Das ist eine Nebenmission, ne? Naja, gut, okay, das müssen wir also irgendwie noch hinkriegen. Irgendwann irgendwie, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir außerhalb der Folgen machen. So, ich möchte eigentlich nochmal ganz gerne ins Golden Saucer. Aber wir haben jetzt ja erstmal nichts. Wir müssen erstmal zum Golden Saucer, damit wir vielleicht nochmal eine Nebenmission holen können, weil uns fehlen noch zwei Protosubstanzen. Und das sind die letzten beiden Punkte. Also insofern haben wir auch nur noch die zwei. So, da können wir nicht direkt hin, aber wir können da hin, ne? Schnellreise. Ab ins Golden Saucer. So. So, Golden Saucer. Und wo war jetzt... Können wir jetzt hier nicht noch direkt springen? Wo ist denn... Wo ist denn diese Missionstabelle? Wo ist denn das? Warte mal, wir machen das mal ganz anders. Position auf der Karte. Wo ist denn das bitte? Ist es außerhalb noch? Das schwarze Brett. Wo ist denn das? Wir haben noch eine Mission offen. Ich freue mich darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Lass uns mal hier hinten gucken, ob wir vielleicht hier irgendwo diese Wand haben. Ja. Wo ist denn hier diese Wand?
Da wird es hier auch nicht sein. Das wird auch hier nicht angezeigt, ne? Regionskarte, warte mal, hier vielleicht. Haben wir da unser Bett. Da haben wir auch nichts. Ebene 3. G-Bike. Ja, hier Blut der Königin. Das sind auch nochmal so Dinger, die wir dann auch nochmal spielen müssen. Aber ich krieg das nicht zusammen. Wo ist denn die hier? Die 3 von 5. Eine Mission fehlt hier noch. Ein Gold Saucer. Aber die wüsste ich jetzt nicht, die wird ja auch nirgends angezeigt. Hoffentlich ist es nicht die Nebenmission, dass wir tatsächlich hier die ganzen Pokale und weiß der Geier was sammeln müssen. Cameron. Buggy Parkplatz. Heliport. Hier waren wir ja auch noch nicht. Event Square, Ghost Square, da waren wir schon. Weiß ich nicht, was jetzt noch im Event Square gewesen ist. Wir sind auch momentan alleine, wie kann das denn passieren? Warum sind wir allein? Loveless. Okay, was kriegen wir hier? Mein ehrenwerter Kunde, haben Sie schon eifrig Goldpunkte sammeln können? Oh, eifrig. So, was haben wir denn hier noch? Loveless, 150 Punkte. Wie viel haben wir? 1000? Okay. Da können wir erstmal ein bisschen einkaufen. Gigatrank. Tausch GP gegen Giga. Achso. Heil 3000. Okay. Guck mal hier. Das sind die Sachen, die wir tatsächlich kaufen können. Goldpunkte. Gigatrank. Es wäre mir eine Ehre, Ihre Goldpunkte schon bald wieder in Empfang zu nehmen. Zur Zeit nehmen wir Vorbestellungen für den großen Alfred Bilderband entgegen. Ach, guck mal, hier haben wir ihn noch. Achso, wir können gar nicht quatschen. Okay. Was haben wir denn hier jetzt? Achso, das war das große Theater. Ja, genau, stimmt. Ah, sieht schon geil aus, ne? Ich mag sowas, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir gar nicht hier sein sollten. Regionskarte anzeigen. Ich weiß auch nicht. Position auf der Karte. Muss also irgendwo am schwarzen Brett. Die hatten wir besiegt. Position auf der Karte. Das war, glaube ich, im Untergrund. Kann das sein? War das nicht unten? Das ist unten. Das ist unten, ist das. Können wir unten nach unten jumpen? Können wir nicht, ne? Region. Können wir da irgendwie hinporten? An der Saucer, Schnellreise. Ich porte mich da mal hin. Es kann sein, dass es halt da ist. Ich glaube, da war diese Wand. Die Missionswand. Das Motorrad nehme ich aber auch. Meins ist zwar schicker, aber. Haltet euch ja ran! Wer Gas nicht rechtzeitig. Bei dir können wir auch keine Macht gucken. Warte mal. Wir gucken aber nochmal. Bei der Wand. Hier muss noch eine Mission offen sein. Hier muss noch eine Mission offen sein. Help Wanted. Spatzis Freunde, North Coral Anhöhe. Spatzi kommt nicht mehr zurück, auch nicht zur Fütterungszeit. Wir machen uns große Sorgen. Kann sich jemand kann jemand nach ihm suchen? Natürlich. So. Dann würde ich mal sagen, porten wir uns mal da direkt hin. Oder machen wir erstmal den Fight gegen die Esper. Ich habe mal irgendwie Bock, gegen die Esper zu kämpfen. Lass uns mal kurz zur Chatley gehen. So,
Einmal Chadley, mein kleiner Freund. Ich konnte Alexander, die heilige mechanische Festung Corals, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. I know. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Natürlich. So, Materiaentwicklung. Gucken wir einmal rein. Autowaffenfertigkeit. ATP-Absorption. Kampfsimulator. So, dann gönnen wir uns mal die erste idealerweise. So, guck mal, was wir hier noch alles frei haben. Das müssen wir alles noch spielen hier. Obwohl, nee, warte mal. Haben wir das nicht alles schon? Die grünen hier. Also alles, was grün ist, haben wir schon gemacht. Juff, hier gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen. Ja, wir haben noch einige Kämpfe zu machen, weil wie ich schon sagte, das mache ich dann nachher außerhalb der Folgen. So, ich mache einmal Esper, dann machen wir einmal Alexander und dann sagen wir nämlich Schwächungsstufe 3, weil dafür haben wir die Sachen ja gesammelt. Dann nehme ich mir die Schwächungsstufe, wir nehmen einmal Cloud, wir nehmen einmal Barrett. Und wenn mal tiefer, vielleicht müssten wir noch auf Aerith nochmal wechseln. Wegen Heilung und so weiter. Okay, lass uns angehen. So, einmal Analyse bitte. Linker Arm. So, wirksam ist Blitz. Okay, immun gegen im Schockzustand. Okay. Also müssen wir ihn stark resistent gegen Schwert. Also müssen wir ihn halt auf Blitz. So, warte mal. Magie. Blitz. Linker Arm, rechter Arm. Nehmen wir den linken Arm. So, einmal Magie. Ja, ich habe natürlich mit ihm hier nichts am Blitz, ne? Das ist auch zu kotzen. Au. Fertigkeiten, lange Blitz, Flammenblitz, feurige, eisige Analyse, windige Stehlen, kann ich auch nichts machen, feurige, elfeste Flammenblitz, ja, ich kann nur Flammenblitz machen. Bitte Magie. Hat sie Blitz? Ja, Blitz. Sehr gut. Blitz war auf den linken Arm. Ja, das ist blöd. Wir haben natürlich keinen Blitz mit Onkel Cloud. Einmal Magie, Blitz auf Alexander selber. Und tschüss. Ja, ich kann eigentlich nur einen Mutangriff machen. Au, das hat weh. Au, das hat auch weh. So, einmal Magie, einmal Vitra auf mich. Danke, dass du es blockiert hast. Dankeschön. So, einmal. Jetzt nochmal Magie. So, ich geh mal sonst auf die anderen beiden. So, damit wir nämlich einmal in die Magie in den Blitz reingehen können.
Ja. So, einmal. Teurer Blitz. So, sehr schön in Schock. Magie. Da können wir wieder nichts machen, ne? Wir können höchstens mal Eis können wir mal reindrücken. Jetzt. Synchro-Fertigkeiten. Was nehmen wir denn mal? Barrett und Tifa stürmen gemeinsam. Erhöhung der Angriffskraft. Luft, Verbrauch MP. Gegner-Schockzustand. Angriffskraft, nehmen wir das mal. Oh, jetzt machen wir, kriegen wir, hauen wir aber richtig gerade rein. Der Blitz, rein. So, hier nochmal ein Blitz rein. Das war tatsächlich ein bisschen easy, aber wir hatten ihn mal doch um 3 abgeschwächt, ne? Das wäre geschafft! Ja, es war entspannt. Es war entspannt. Wie gesagt, 3-mal geschwächt. Ja, aber es gibt zumindest Alexander mit 4 Sternen, insofern passt das. Das war entspannt. So. Das war ein fantastischer Kampf gegen Alexander. Nicht jeder kann es mit diesem gestrengen Richter aufnehmen. Seine starke Hand wird sich von nun an auf eurer Reise schützend über euch legen. Ja, sehr gut. Dann. Nein, du laberst jetzt nicht. So. Materia, das haben wir einmal Cloud. Dann können wir ihn nämlich mal. Wollen wir immer die S-Bar reinsetzen. Und zwar packen wir nämlich hier tatsächlich mal Alexander rein. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob alle eine S-Bar haben. Ich glaube. Ach so, den haben wir ja auch noch nicht gepusht, ne? Ich weiß auch, Cat Sid, ob der jetzt überhaupt tatsächlich zu unserer Crew gehört. Also ich meine, der offensichtlich gehört er zu unserer Crew. Aber wir haben ihn so ja noch gar nicht, ja, wir haben noch gar nichts weiter gemacht. Weiß auch nicht, wie viel. Ja gut, wir können ihn halt mal ausprobieren, ne? Gelbes Megafon. Ich glaube, das ist schon okay, das machen wir. Materia einsetzen. Yuffie haben wir auch relativ selten. Die hat nämlich auch keine Esper. Heilen können wir sonst da nochmal reinballern. Dann haben wir da Phönix. Können wir sonst reindrücken. Und hier können wir auch nochmal. Was haben wir hier noch? Heilen können wir hier noch mit reinpacken. Glut können wir sonst mit reinpacken. Oder Frost. Eigentlich relativ Wumpe. Mogri MP Hast. Mogri Angreifer. Erhöht den erteilten Schaden von Mogris um 10. Glücksritter. Erhöht reduziert Schaden. Lenkt die Aufmerksamkeit. Angriffe des Gegners auf Mogri. Mogri Angreifer. So, und da haben wir ja keine Esper weiter, ne? Ne, da haben wir keine Esper. Die haben wir eigentlich schon alle so vergeben. So. Schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud. Ja, das bin ich auch. So, gucken wir einmal, wo die Quest ist. Die andere Quest, die andere Nebenquest. Da sollen wir hin, sagst du. Spatzis, Freunde. Okay. Können wir da irgendwie hinporten? Jon, da. 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 Da, so. Zack, da können wir direkt mal hin. Direkt mal hinporten. So. Südliches Coral. Da sind wir dann richtig. Gut, direkt hier haben wir die Quest. Wo bist du, Spatzi? Spatzi! Habt ihr irgendein Problem? Hm? Mama sagt, ich darf nicht mit komischen Onkels reden. Bin ich komisch? Ach so, verstehe. Wie wär's dann mit dem Onkel hier? Ist auch komisch.
Der ist stärker, als er aussieht und kann einfach alles. Hat schon eine Menge Leute geholfen, stimmt's? Wer ist hier Onkel? Kinder sind deine Schwachstelle, was? Das wird nicht billig, klar. Du willst echt die Kleinen abzocken? Darfst gern für sie auslegen. Und? Was ist das Problem? Weißt du, unser kleiner Spatzi ist weggeflogen. Oh. Spatzi ist ein Vogel. Wir spielen oft mit ihm. Sein Gefieder steht am Kopf genauso ab wie deine Haare. Toll. Das klingt verdammt nach Kickery Cloud, oder? Wer ist das? Ein Vogel, den wir letztens von einem Ungeheuer gerettet haben. Vermutlich derselbe wie eurer. So ein Zufall. Hört mal, mein Opa meint, er hätte Spatzi in die Wüste fliegen sehen. Oh nein. Die Wüste? Aber da dürfen wir doch nicht hin. Keine Sorge, die Onkel werden ihn schon finden. Wirklich? Na klar. Na klar. Siehst du, sag ich doch. Mein Opa meint, dass es in der Wüste immer noch ein paar Vogelhäuschen gibt. Oh. So richtig, von früher. Vielleicht könnt ihr dort Fallen aufstellen? Fallen? Fallen kann man sich mit Synthese oder so bauen. Vogelfallen? Mit sowas können wir dienen. Echt? Wie cool! Dann müssen sie ja nur noch in der Wüste aufgestellt werden. Also dann, super. Auf zur Suche nach Kickery Cloud. Erstmal gucken wir, wo wir die synthetisieren können. Also erstmal ein paar von den Dingern machen. So, Wachmacher, wo haben wir den Krams? Talisman. Ach nee, warte mal, dann die sind es hier wahrscheinlich. Boilerventil können wir auch noch herstellen. Egal. Davon haben wir tatsächlich eine. Wollen wir noch vier herstellen? Ich mache nochmal vier. Oder fünf. Vier. Wir machen vier. So, synthetisieren. So, Vogelfallen 4. Jetzt haben wir 5. That's it. So, dann gucken wir mal. Kleine mochte dich echt gern. Ja, stimmt schon. Aber vor allem möchte ich so viel wie möglich für die Menschen hier tun. Habe ihnen schließlich ziemlich was eingebrockt. Du trägst keine Schuld an der Explosion des Marco-Reaktors. Weiß ich doch. Shinra hat das verdammte Scheißding gebaut. Und meine Gutmütigkeit dabei schamlos ausgenutzt. Genau. So. Lass uns mal gucken, wo wir denn jetzt überall hin müssen. Alter, in alle Himmelsrichtungen, ne? Drei Stück, okay. Na gut, zumindest nur drei Stück. Dann können wir einmal hier hin porten, würde ich sagen. So. Da oben irgendwo. Da müssen wir hin. Ach, da in diesem roten Häuschen. Roten Häuschen ist schon bei diesem roten Baum. Vergiss nicht, dass wir noch auf der Suche nach Kickery Cloud sind. Ja, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Mecker nicht. Hallo? So, das ist Nummer 1. Jetzt heißt es warten. Und die restlichen Fallen aufstellen. In Midgar fühlte sich alles wesentlich einfacher an. Shinra platt machen und gut ist. Mehr gab's da eigentlich nicht. Ist doch immer noch so. Schon. Ich will den Shinra-Deppen natürlich immer noch an die Gurgel. Aber ich glaube, meine Fixierung auf den Kampf gegen Shinra war zum Teil auch einfach etwas, mit dem ich mich ablenken wollte. Der Planet ist ja nicht der Einzige, der Rettung braucht. Und ich darf die anderen Probleme nicht völlig verdrängen. Das haben mir die Leute in Coral und meine Begegnung mit Dein vor Augen geführt. Haben wir's? Danke. Ich unterhalte mich ja gerne oder lass mich gerne unterhalten, aber manchmal ist es auch einfach ein bisschen viel. So, lass mal, dann switchen wir mal gerade dahin mit dem Buggy. So. Müssen wir da noch hinfahren? Irgendwo. Ich bin mal gespannt, wann die Protosubstanz, wann das als nächstes kommt. Halt zurück! Bin mal gespannt, wann das nachher vielleicht auch
relevant wird, welche Stimmung wir zwischen einzelnen Teammitgliedern haben. Weil für irgendwas wird das ja gut sein. Mag für dich ja vielleicht ziemlich schwer vorstellbar sein, aber im Vergleich zu damals bin ich um einiges reifer geworden. Ist das so? Ich zum Teil tiefer zu verdanken. Hätte sie mich damals nicht so ordentlich runtergeputzt, hätte ich das mit Marlene nie auf die Reihe gekriegt. Ach? Was hat sie denn gemacht? Eigentlich nur, was längst überfällig war. Und zwar mir einzutrichtern, dass Marlene ein ordentliches Bett und ein Mindestmaß an Hygiene braucht. Hatten bis dahin nämlich im Freien übernachtet. Ach, da hatte sie verdammt recht. Hab ich ja eingesehen. Und meine Einstellung zur Avalanche habe ich auch überdacht. Bin anfangs quasi mit Vollkaracho durch die Straßen gedüst und hab alle mit reingezogen. Zeit zum Nachdenken hatte ich dabei keine. Also bin ich ständig wogegen gefahren und hab Unfälle gebaut. Also unsinniges Zeug. Stimmt. Hast dich wirklich gebessert. Und das verdanke ich vielen. Unser Zusammentreffen und sogar das mit Kikeri Cloud. Alles hat einen tieferen Sinn. Das sollten wir nie vergessen. Hier ist mal so eine Rede, ne? Muss das sein? So, okay. Wie kommen wir jetzt dahin, dass wir einigermaßen... Ja, sonst spawnen wir mal hier. Oder ist das... ich glaube, das ist irgendwie oben drauf. Kann das sein? Da porten wir uns mal dahin. Mogri-Medaille. Ja, gut. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Wollen wir da zu Fuß denn nicht mal sind? 170 Meter. Das sollte hoffentlich... der Baum ist natürlich direkt da oben, das ist klar. Wie kommen wir da oben nochmal hin? Ich glaube, wir müssen hier rechts hoch. Nicht da. Ich wollte eigentlich erst da rum, aber ich glaube, das ist hier richtig. Ja? Achso, gut, die hätten auch hochlaufen können. Okay. Hätten wir doch zu Fuß gehen können. Und dann läuft er wieder. Scheffel. Na, ich sag ja, gegen ihn müssen wir garantiert auch noch fighten. Das wird sicherlich ein Bossfight. Oder zumindest eine Nebenmission. Das war die letzte im Bunde. Vielleicht sitzt er sogar schon in einer der anderen Fallen. Lass uns mal nachschauen. Hier ist noch niemand hineingetappt. Dann lass uns nach den anderen Fallen schauen. Hätte ja passen können. So. Hier vorne ist auf jeden Fall grün markiert. Also ich denke mal, da wird das wieder drin sein. Ja, das sind auf jeden Fall die Fliegeviecher, die müssen wir erstmal weghauen. Jetzt werde ich ungemütlich. So, einmal Magie, arme Aero bitte. Ein Sturm zieht auf! Und tschüss! Sehr gut. Tosender Wind! Keine Chance! Unsere schöne Falle völlig im Eimer. Auf zur nächsten. Ja, das war irgendwie klar, oder? Das war irgendwie klar, dass es nicht hier ist. Alle wurde zerstört. Gut, dann gucken wir mal. Doch, da wieder hin, okay. Immer da, wo grün ist, ist immer dahin spawnen. Wahrscheinlich wird es sowieso wieder die dritte werden.
Dann latschen wir kurz da oben hin. Oh, das Kigiri klaut tatsächlich da oben wieder. Na, vielleicht haben wir auch... Ach, warte mal, wir müssen wieder mit dem Auto rüberfahren. Wir können hier wieder nicht rüberschwimmen. Ah ja, wieder klar. So, Rinder. So, einmal hier hoch. Ach, da sind die Viecher wieder. Nein, wer ist es, der dritte? Ich denke mal, es wird der dritte sein. Die dritte Falle, die wieder zuschlagen wird. Die Falle sind ja auch zerstört, das sieht man ja schon. Verdammt! Was? Los, auf den Zeichen! Es ist aus. Das tut nichts. Genug. Wenn die Vier nicht erwischt. Jetzt. Das war's. Der Feind ist geschwächt. Jetzt schau dir das an. Weiter. Ja, auch die Falle ist im Moas. Aber ich sag ja, das wird sowieso die dritte werden. So. Gut, das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall hier hin. Dann passt es ganz gut, dann können wir hier gleich hinporten. Einmal laufen bitte, weil dann würde ich mich noch einmal auf die Bank setzen, damit wir heilen können. Ja. Perfekt. So, wie viel haben wir noch? 300 Meter wollen wir die latschen, ja, ne? Laufen wir eben noch gerade. Ist ja auch nicht so weit. Wir müssen mal ein bisschen die Beine vertreten. Wir müssen mal ein bisschen fit werden hier. So, da kommt garantiert auch gleich noch ein Fight. Oder wir finden ihn direkt. Ja, das ist noch alles gut. Also wahrscheinlich doch kein Fight. Die Falle ist auch noch in Ordnung. Was das? Da ist er doch. Hey, ist das nicht Kikeri Cloud? Ja. Achtung. Oh, was bist du denn? Wir regeln das. Ja, war doch klar. Ich weiß jetzt gar nicht, was war denn... Ich muss ihn einmal ganz kurz scannen, weil ich weiß nämlich nicht mehr, was der hatte. Auf Nummer 6. So, Eis ist gut. Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Eis haben. Eis haben wir. Eis war. Es hakelt! Mal ganz kurz mal außerhalb, weil sonst ist es schwierig. Na, warte mal, ich muss mich jetzt mal gleich heilen. Jetzt wird es gleich schwierig. Magie, Vita. So, gib mir alles. Zeig ich euch, was ich kann. Nicht auf. Arbeiten wir im Team. Wurde schon ungeduldig. So, auch hier mal Eis rein. Weiter geht's mit dir!
So, Magie. Einmal noch Eis rein. Verzieh dich! So, dann haben wir noch einmal Magie. Oh, warte mal, sie hat doch Shiva, ne? Shiva kann Eis. Das ist ja ideal. Schön, dass du da bist. Da wird das wahrscheinlich nicht mehr so wirklich lohnt, aber ist egal. Dann können wir auch Shiva mal wiedersehen. Was? So, einmal Esper-Fertigkeit. Eiszapfenhagel, die so, nochmal für Esper-Fertigkeit, Eiszapfenhagel rein. Was? Na siehste. Ja, schön. Du kleiner Racker, hast uns ganz schön Sorgen gemacht. Was hast du vor? Fliegst du etwa alleine nach Hause? Verflieg dich aber bloß nicht nochmal. Ja, so. Na, siehst mal. Wir haben ordentlich auf die Fresse gekriegt. Gut, dann lass uns mal wieder dahin porten. Okay, dann Bericht erstatten. Ja, warte, lass uns nochmal gerade hier. Ah, ne, da können wir gar nicht. Können wir nicht, sollen wir nicht? Überprüfen, auf Karte sehen. Können wir da nicht direkt hinporten? Was ist denn das? Ach, hier können wir direkt hinporten, so. Da können wir nämlich erstmal ins Hotel uns erstmal heilen und dann lösen wir die Mission auf. So. Da gibt's nichts als Sand. Ja, warte. Haben wir jetzt das Bett? Ist hier runter, ne? Das Bett ist hier runter links, glaube ich. Hier war das Bett. In die Herberge. Soll's ein Zimmer sein? Ja, gerne du. Aber durch die Explosion haben wir wahnsinnigen Schaden genommen. Ah, herrlich. So, sehr schön. Dann mal wieder hoch zu den Kids. Das war hier hoch, ne? Hier hoch. Da ist Chadley und da sind die Kids. Da ist er. Mal, Onkel! Kikeri Cloud ist wieder da! Tja. Natürlich ist er das. Haben ihm nach seiner Rettung eingeschärft, schnurstracks nach Hause zu fliegen. Ihr seid großartig! Vielen Dank! Ach was, keine Ursache. Oh, Materialismus erhalten. Hier, alles für dich. Wenn Kikeri Cloud mal groß ist, lasse ich ihn gegen Monster antreten. Irgendwann möchte ich mit Marlene hierher kommen. Und dir alles erzählen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Meine Art der Sühne. Du solltest dir aber wirklich gut überlegen, ob du Marlene damit nicht zu viel zumutest. Ich bin mir da nicht so sicher. Naja, eines Tages vielleicht. Was ist los? Tut mir leid. Papa hat gesagt, wir dürfen nicht mehr mit euch spielen. Ach so. Tja, dann solltet ihr wohl besser auf ihn hören. Wir müssen sowieso weiter. Kümmert euch gut um Kikeri Cloud. Aber ich mag dich gerne, Onkel. Ich euch auch. Na, siehst du mal. So, Stufe aufgestiegen. Spatzi ist weg. Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Fein. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Haben ja schon einiges wieder hinter uns. Ich würde vielleicht mal gucken, ob wir das noch gleich mit den Karten noch gleich machen wollen. Also außerhalb der Aufnahmen, das muss ich mal sehen. Oder ob wir dann halt direkt weiterspielen. Müssen wir mal sehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Final Fantasy wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.